Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich zocke mal eine Runde Wukong heute für euch auf der Top Lane. Der Patch 6.3 ist heute online gegangen und ich denke mal, ich werde das neue Item bauen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Irgendwas mit Draktar oder irgendwie sowas. Hier, genau. Das Item auf jeden Fall. Na, dann, damit jeder mal eine Z-Ulti haben kann. Ich weiß noch nicht, ob das Item OP ist oder, ja, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ich habe gerade schon mal eine Runde gezockt mit Wukong mit dem Item. Das ging ziemlich gut eigentlich. Ah, erstmal schön outtraded hier mit Thunderlords. So, okay, sie hat auch drei Pots mit, so wie ich. Ich habe mir, ausnahmsweise habe ich mal mit der neuen Flask gestartet. In der Hoffnung, dass es Sinn macht. Oh shit. Weiß nicht, vielleicht hätte ich gar nicht flashen brauchen, aber. Ah, jetzt wird's schwierig. Sie hat auch ihren letzten Pot drin, ich allerdings auch. Ja, sie wird auf jeden Fall vor mir Level 3 sein, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja. Ja, Fiora ist einfach immer ein ekliger Champion. Mal gucken, ob sie gleich greedy wird. Wenn ja, werde ich sie töten. Aber ich glaube wohl eher nicht. Die wird jetzt wahrscheinlich backgehen. Lol. Okay, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal back. Und hol mir erstmal. Ja, ich denke mal, den Dorans Klinge. Um ein bisschen Leben zu haben und ein bisschen Lifesteal, ein bisschen AD, alles was ich gebrauchen könnte. Good job. Geflasht hat sie nicht. Okay. Schade eigentlich. Hätte sie jetzt noch geflasht und wäre gestorben, wäre natürlich noch schöner gewesen, aber man kann ja nicht alles haben. Aber insgesamt ganz cool, dass er da war. Konnte wohl so einen kleinen Vorsprung hier auf der Toplane rausholen. Wir müssen nur aufpassen, sie hat TP und wird jetzt. Ja, da ist sie auch schon wieder. Zwei Schwerter hat sie und Boots. Okay. Oh, da haben wir sie mal ziemlich outtraded, würde ich sagen. Okay, sie hat auch nur einen Pot mit dabei, das ist schon ziemlich mutig. Ja, okay, jetzt kann sie sich eigentlich auch schon nicht mehr viel trauen. Ich habe allerdings nicht mehr so viel Mana. Unterm Tower one-shotten kann ich sie jetzt leider auch nicht. Was haben die im Jungle? Ah, ein Rengar, okay, ich hätte mal lieber einen Ward stellen, bevor ich jetzt gleich überrascht werde und dann sterbe. So, zwei Kills. Okay, ich spiele gerade Duo Queue mit hier Derzef Ledderer. Der Name ist Programm und gut, dass ich da nicht reingesprungen bin, so wie ich es vorgehabt habe. Thunderlords nochmal drauf. Mit der nächsten Kombi kann ich sie töten. Vielleicht kann ich sie irgendwie outplayen, wenn ich aus dem Gebüsch rausgehe. Und dann drauf springen. Okay, nicht nötig. Das war ziemlich dumm von ihr. Das hätte sie mal lieber nicht machen sollen. Ja, solche Aktionen kann man ganz gut mit Wukong machen. Ich wollte eigentlich noch unsichtbar werden vorher und wäre dann draufgegangen, dann hätte die mich nicht gesehen. Ich wäre schon fast an ihr dran gewesen. Dann hätte sie auch keine Chance gehabt, wegzukommen. Ging allerdings auch so, weil sie ein bisschen greedy war und einfach ein bisschen, naja, blöd da reingerannt ist wieder.
Sowas bestrafen wir natürlich direkt. Zwei Tower Shots nochmal mitgenommen, kein Problem. Jetzt erstmal weggehen und dann können wir richtig schön shoppen. Jetzt ist die Frage, was kaufe ich zuerst? Phage kann ich mir schon leisten. Werden die tanky? Naja, so mehr oder weniger. Ich hole mal einen Phage. Entweder brauche ich drei Einigkeit da draus oder Black Cleaver. Muss ich mal schauen, wie es läuft. Triforce kann auf jeden Fall auch ziemlich gut sein auf Wukong. Kann, muss nicht. Aber je nachdem, wie es gerade läuft, das Game, kann man das durchaus mal bauen. Ich werde auf jeden Fall hier, wie heißt das jetzt nochmal? Genau, dieses Item hier auf jeden Fall werde ich als zweites oder drittes Item bauen. Ich weiß noch nicht genau. Als First Item macht das nicht so viel Sinn. Hat zwar richtig schöne Stats, AD-mäßig, bisschen Lauftempo, aber ja, ich finde es ehrlich gesagt stärker, wenn man es als zweites oder drittes Item baut, dass man schon mal ein bisschen Damage hat. Da macht es meiner Meinung nach mehr Sinn. Oh, gut, hat sie nochmal Thunderlords mitgenommen. Warum auch nicht? So, ich habe auf jeden Fall meine Ulti, die auch richtig schön Schaden macht. Über 100% Skalierung auf der Ulti und auf der Q auch. Ich glaube 110%. Bin mir nicht ganz sicher. So, ich werde mal ein bisschen freezen hier, in der Hoffnung, dass sie gleich ein bisschen ungeduldig wird und reinkommt. Dann werde ich sie wieder engagen, ein bisschen Thunderlords... Oh, ne. Auto-Attack gecancelt. Ja, okay. Wenn sie meint, die muss da drin stehen bleiben in meiner Ulti, gar kein Problem. Ich hätte mit meinem Klon auch noch warten können, Moment, dann hätte ich vielleicht noch ein bisschen was dodgen können von Damage her, aber ist ganz okay. 2-0-1 kann man sich jetzt nicht unbedingt beschweren. So, ich werde jetzt erstmal weggehen und ja, mal schauen, was ich mir jetzt kaufe. Vielleicht hole ich mir sogar schon die Boots. Nee, noch nicht. Ich werde noch eine Wave mitnehmen. So, und jetzt gehe ich auf jeden Fall back. Mal gucken, ich werde mein TP, denke ich mal, auf die Botlane machen. Vielleicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja. Ich habe noch keine Ahnung, was ich jetzt gerne bauen möchte. Ah, Hydra wäre natürlich auch ziemlich nice. Schwierig, schwierig. Ja, komm, ich hole mir einfach mal ein bisschen Damage und lauf auf die Lane zurück, weil wie gesagt, ich möchte gleich gerne mal Richtung Botlane tippen. Ich hoffe halt, dass sie da gleich ein Ward hinstellen, dass ich da auch hin tippen kann. Weil da, wo der jetzt steht im Gebüsch, da lohnt es sich für mich nicht unbedingt dahin zu tippen. Ja, wir machen schon ganz leckeren Schaden eigentlich. Ruhe, keine Sekunde. Ja, ich krieg die ganze Zeit meinen dritten Attack nicht drauf, das ist das Problem. Um meinen Thunderlord zu procken. Damage machen wir auch so. Eine Kombi noch, dann ist sie tot. Dann werde ich auch dafür flashen für den Kill. Wenn es denn sein muss.
Irgendwer ist gestorben. Fiddlesticks, okay. Gar nicht so ganz mitbekommen. Also Wukong ist ein ziemlich unterschätzter Champion auf der Top-Lane. Vor allem gegen Tanks ist es eigentlich ein solider Pick. Also gegen fast alle Tanks, sag ich mal. Wegen der Q halt alleine, die ignoriert 30% der Rüstung vom Gegner. Für 3 Sekunden. Ja, für 3 Sekunden. Das ist schon ziemlich, ja, ziemlich übel gegen Tanks vor allem. Okay, wir können sie auf jeden Fall hier so ein bisschen wegzonen vom Farm. Allerdings stehen die Minions gleich schon unterm Tower. Ja, jetzt quasi. Ich will sie eigentlich nicht diven. Betonung liegt auf eigentlich, weil irgendwie... Ja, wie viel Leben hat sie? 600. Meine Q macht 300, die E macht... Okay, das reicht noch nicht ganz. Nächste Combo auf jeden Fall. Jetzt hat sie auch keine Putz mehr. Okay, warum auch nicht? Nice. Mitte auch ein Double Kill. Sehr schön. So, ich denke mal, ich werde jetzt den Tower auch einreißen. Das killt nicht zu viel, Leute. So, gut, Tower haben wir schon mal. 1600 Gold habe ich. Jetzt ist die Frage, was ich mir gerne holen möchte. Ich denke mal, ich hole mir tatsächlich 3 Einigkeit. Habe ich schon... Ja, wann habe ich das zuletzt auf Wukong gebaut? Ich glaube... Season 4. Oder... Ja, irgendwie sowas. Oder Season 5, Anfang irgendwann. Irgendwo so um den Dreh. Wir probieren es einfach mal aus. Welche Boots hole ich mir denn? Haben die irgendwie CC? Naja, nicht so richtig. Dann hole ich mir die Mobility Boots. Zeig mir eine echte Herausforderung. So, wir gehen jetzt mal Richtung Midlane. Toplane ist sowieso gepusht. Fiora freest die Lane. Von daher gehe ich auf die anderen Lanes und dann machen wir einfach mal richtig schön Druck. Oh, Leute. Muss ich denen denken? Shit. Ja, ich wollte jetzt aber auch nicht Richtung Rengar zurücklaufen. Das wäre wahrscheinlich nicht so intelligent gewesen. Man kann ihn bestimmt killen gleich. Wenn er noch da bleibt. Naja, okay, bleibt er nicht. Der kommt nicht weg. Genau. So, noch mal einen mitgenommen hier. 6-0 stehen wir schon. Alles klar. Ich habe mein TP immer noch ready. Ich werde jetzt erstmal backgehen und bisschen greedy da der Freund. So, holen wir uns auch eben den Tower und dann gehe ich back und TP mich auf die Top Lane. Ah, ich glaube nicht, dass wir an Jinx rankommen. Ah, ja gut, nee, lassen wir es mal lieber sein. Lieber Top Lane deffen und noch einen Kill holen auf Diana. Mit Ansage. Also ich muss sagen, 3 Einigkeit überrascht mich ziemlich positiv hier mit der Q. Der Damage ist schon auf jeden Fall gut. 500 Schaden, oi, oi, oi. Tut richtig weh, also vor allem gegen AD-Carries, ne?
Bisschen Crit, aber gut, Crit brauche ich jetzt nicht unbedingt mit Wukong. Naja, gut, wir pushen einfach mal weiter, noch ein Tower. Und ich denke mal, die werden surrendern, die Gegner. Weil, ne, 19 zu 1. Sorry, dass ich jetzt auch nicht so viel gelabert habe in dem Spiel, beziehungsweise so wenig erklärt habe. Aber ist ranked und, ja, ich will das dann halt doch schon gerne gewinnen. Keine Ahnung, warum sie das getan hat. Wollte sie? Ah gut, okay, warum auch nicht. Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, Wukong easy kill. Aber nicht, wenn er 8-1 steht. Beziehungsweise, ja, gerade ja noch 7-1. Ah, ich hoffe, es geht noch lang genug, damit ich euch das neue Item zeigen kann. Wenn nicht, mache ich gleich noch ein Game und lade das dann... Ja, ich denke mal morgen hoch. Also wenn ihr das Video seht, wird den nächsten Tag dann ein Game auf jeden Fall noch kommen. Entweder mit Wukong, Shen Zhao, ich weiß nicht, irgendwie sowas in der Art. Oder Talon vielleicht, womit ich das neue Item dann bauen werde. Und euch auf jeden Fall zeige, wie es so ist, das neue Item. Aber gut, eben noch trotz reinschmeißen. Dann beenden wir das halt, bevor Minute 20 ist. Leider kein besonders spannendes Game. Tut mir leid, wenn es langweilig ist zu sehen, aber ich denke mal, man hat schon ganz gut gesehen, Wukong auf der Toplane macht schon ziemlich guten Schaden. So, die 50 Gold haben wir noch mitgenommen, ganz wichtig. Das ist auch so eine Frage, warum gibt der Nexus Gold? Was hat das für einen Sinn? Ich denke mal, gar keinen Sinn. Aber, ja, schön, dass ihr da mit dabei wart und ich sag mal, bis morgen.